mal Flexingtons Geschichte? Meine Oma ist ein riesen Fan von dir. Würdest du ihr kurz Hallo sagen? Ja, hallo Oma, wo bist denn du? Oh, ist die hässlich. Oh Mann, der Kammerjäger, du bist großartig. Hast du nicht mal Terramorphos zur Strecke gebracht? Ich habe auch mal gegen so ein Riesenmonster gekämpft. Einen Waldtintenfisch mit 100 Tentakeln. Hast du auch schon mal gegen was mit Tentakel gekämpft? Ach, na klar, Terramorphos hatte ja auch Tentakel. Wie dumm von mir. Tentakel? Es tut mir so leid. Ach ja, richtig, das war ein Monster. Sein Name war Fischkorb der Vernichter. Aber ich nannte ihn nur den Vernichter. Als ich ein kleines Mädchen war, griff er meine Heimatstadt Tsunamis Edge ab. Warst du jemals in Tsunamis Edge? Tolle Stadt, schöne Strände, super Essen und extrem niedrige Lebenshaltungskosten. Nummer 1, Grandma. Als alleinerziehende Großmutter mit einem Teilzeitjob in einer Steakfleischfabrik konnte ich für den kleinen Mr. Talk sorgen. Aber wir sind über die Runden gekommen. Schließlich hatten wir nur noch uns. Nachdem mein Sohn und seine reizende Frau bei der schrecklichen Gasleck-Explosion in der Iridiummine ums Leben gekommen waren. Von diesem Tag an schwor mein kleiner Mr. Talk, sich alle Explosionen untertan zu machen, um seine Eltern zu rächen und... Ach, hey, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, Fischkorb, der Vernichter. Jedenfalls hatte ich gerade meinen Bizeps um Fischkorbs klossigen Hals geschlungen. Klossig? Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich klobig sagen. Ich dachte nur gerade an die Klöße, die Mr. Talk mir gestern gekocht hat. Nochmal danke dafür, mein lieber Enkel. Ich liebe dich, Oma! Jedenfalls hatte ich gerade meine Bizeps um Fischkopfs klobigen Hals geschlungen, als Mr. Talk losheulte. Er mag Waldtintenfische und kann nicht mit ansehen, wenn man ihnen wehtut. Sie sind die Prinzen der Meere! Also ließ ich den Wal wieder hinaus ins weite Meer schwimmen, nachdem ich ihm als kleinen Denkzettel eins aufs Auge gegeben hatte. Danach chauffierte mich Mr. Talk zur Eisdiele und spendierte mir eine Portion Rocky Road, weil das mein Lieblingseis ist. Ich mag besonders, wie die Marshmallows sich wie kleine geschmackliche Landminen vom Schokoladenschlachtfeld abheben. Was ist dein Lieblingseis? Malaga vielleicht? Ich wette Malaga. Ach, apropos Malaga, du errätst nie, wen ich heute getroffen habe. Malago El Magico. Das ist ein Zauberkünstler, der seine Tricks bei Crazy Earl gelernt hat. Deshalb auch sein seltsamer Schnurrbart, weißt du? Aber einmal habe ich ihn einen Rackbau verschwinden lassen sehen. Einen ganzen Rackbau. Ich sagte also zu Mr. Talk, Mr. Talk, sagte ich, war das nicht toll? Und er sagte, ja, Oma, war's nicht so High Five, das weißt du doch noch. Ich erinnere mich, Oma. Hinterher haben wir uns dann in der Schlange angestellt, um ein Autogramm von ihm zu ergattern. Es muss hier irgendwo sein, wahrscheinlich auf dem Speicher. Ich muss da oben unbedingt mal aufräumen. Ich bewahre dort so viele kleine Andenken auf. Hörst du? Du hörst mir doch zu, oder? Was? War doch gleich mein Lieblingseis. Rocky Road. Du hörst mir also zu, wie wunderbar. Du bist ein noch besserer Zuhörer als mein altes Haustier, bist du, der Rack. Ich hätte fast Malaga gesagt. Hattest du jemals einen Rack als Haustier? Wenn man sie zählen kann, sind Racks die besten Haustiere überhaupt. Wenn ihm langweilig war, saß er immer auf meiner Schulter und pickte Fleischbrocken aus meinem Hals. Ich weiß doch, wie er gezwitschert hat. Piep, piep, das war so niedlich. Einmal habe ich mich mit ihm unterhalten. Mr. Bisto, sagte ich. Er ließ sich gern Mr. Bisto nennen, weil er sich dann so vornehm fühlte. Mr. Bisto, sagte ich also, du siehst heute ausgesprochen niedlich aus. Und er antwortete, danke, wie lieb von dir. Naja, eigentlich hat er nur gezwitschert, aber ich habe ihn auch so verstanden. Dann senkte er sein kleines Köpfchen, als ob er sich verbeugen wollte. Er war einfach entzückend. Bisto war mein drittes Rackhaustier. Mein erstes war Woody, aber der wurde von einem Zug überfahren. Dann kam Anita, die abgeknallt wurde, als sie sich an dem Zug rächen wollte, der Woody erwischt hatte. Schließlich fand ich Bisto, als er kleine Häuflein auf die Windmühle neben unserem Haus kratzte. Nachdem Mr. Talk und ich ihn am Boden hatten, genauer gesagt, habe ich ihn mit einem sauberen Roundhouse-Kick mitten ins Kreuz aus der Luft geholt, brachten wir ihn ins Haus und fütterten ihn mit Skagsteaks, bis er uns endlich liebte. Noch heute vermisse ich Bisto manchmal. Er starb irgendwann an Altersschwäche. Rex werden nur ein paar Jahre alt, aber ich genoss die Zeit in vollen Zügen. Armer Mr. Talk.
Als Bisto starb, weinte er eine ganze Woche. Die anderen Kinder in der Schule hänselten ihn dafür. Aber ich habe ihm gesagt, dass er sich nichts daraus machen soll. Gefühle zu zeigen ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist wahr, High Five. Stimmt was nicht? Du scheinst verwirrt, Kammerjäger. Oh, du hast wohl noch nie gehört, dass jemand Mr. Talk High Five nennt. Alle Welt mag ihn nur als Mr. Talk kennen. Aber die Flexingtons rufen ihn immer bei seinem zweiten Vornamen. Schließlich ist es eine alte Familientradition der Flexingtons, den Namen des Großvaters oder der Großmutter als zweiten Vornamen zu tragen. Und mein Mann, High Five Flexington, möge er in Frieden ruhen, war vor seinem Dahinscheiden der beste Großvater, den Mr. Talk sich hätte wünschen können. Er brachte ihm fast alles bei, was er über Waffen wusste. Ohne High Fives Lehrstunden würde die Talk Corporation heute wohl gar nicht existieren. Du liebe Zeit, ich erinnere mich noch an die erste Waffe, die Mr. Talk nach dem Tod seiner Eltern bauen wollte. Eine Jacobs-Schrotflinte, an deren Lauf eine Stange Dynamit angebracht war. Talk hätte sich damit fast den Schädel weggepustet. Aber er stand wieder auf, kämmte sich den Staub aus dem Schnurrbart und schwor, dass er vor seinem 11. Geburtstag eine Waffe bauen würde, die Explosionsgeschosse abfeuert, ohne den Schützen zu töten. Und genau das hat er dann getan. Ha! Er brauchte zwar ein paar Dutzend Prototypen, bis die Mischung aus Waffenteilen und Sprengstoff stimmte, aber dann kabumm! Ich werde nie die Rauchwolke vergessen, die vom Haus meiner Nachbarn übrig blieb. Nicht schade drum, das waren sowieso Idioten. Du liebes Bisschen, ich kaue dir hier gerade beide Ohren ab, was? Es ist so nett, dass du mir die ganze Zeit zuhörst. Jetzt habe ich dir aber genug Zeit gestohlen. Fühl dich bitte nicht verpflichtet, noch länger zu bleiben. Nimm doch bitte das hier als Dankeschön dafür, dass du einer alten Frau Gesellschaft geleistet hast. Wow! Ich bin reich! Du siehst sogar noch besser aus, als Mr. Talk dich beschrieben hat. Was reicht deine Geduld für Oma Flexingtons zweite Geschichte? Alter, was? Nein, reicht's nicht! Noch eine Geschichte für dich, aber die würde ich gerne all deinen Freunden auf einmal erzählen. Eine alte Dame wie ich muss ihre Stimme schonen. Oh, du willst dich immer noch mit mir unterhalten, wie überaus reizend von dir. Du kommst nie drauf, wer mir heute über den Weg gelaufen ist. Captain Scarlet. Sie war gerade dabei, meine Seniorenresidenz mit ihrer Räuberbande zu überfallen. Aber ich habe sie von ihrem Steckbrief erkannt und ich sag, Moment mal, du hast doch gegen den Kammerjäger gekämpft, nicht wahr? Höchstpersönlich, Verehrteste, antwortete sie mit einer eleganten Verbeugung. Außerdem sagte sie, dass du ein sehr guter Kämpfer bist und sie in einem fairen Kampf besiegt hast. Jedenfalls die spoilert mich doch gerade voll, oder? Das Mädchen, wenn du zufällig gerade Single bist, solltest du dich mal mit ihr treffen, findest du nicht? Aber was rede ich da? Ein prächtiger Kammerjäger wie du kann sich wahrscheinlich vor Heiratsanträgen kaum retten. Ach, wie niedlich, du wirst ja ganz rot. Ich könnte dich auffressen, so süß bist du. Mein Mr. Talk war ja auch früher so schüchtern. Auf Schulfesten stand er immer am Rand und brachte kein einziges Wort heraus. Ich bin eher der introvertierte Typ. Also versuchte ich ihm klarzumachen, dass man Liebe nicht erzwingen kann. Verwirkliche deine Träume und die Liebe wird ihnen folgen. Die meisten Leute kapieren das einfach nicht. Es ist nicht wie in diesen schrecklichen Echo-Filmen. Die vermitteln den Eindruck, dass man das Herz eines Menschen gewinnen kann, indem man ihn nur lange genug nervt. Im wahren Leben merkt man sofort, ob man jemanden mag. Du kannst niemanden dazu bringen, sich in dich zu verlieben. Wer das versucht, ist nichts weiter als ein Stalker. Aber wenn du die Dinge tust, die du liebst, wie explodierende Waffen erstellen oder Söldner umlegen, fühlen sich die Menschen von deinem Selbstbewusstsein und deinen Fähigkeiten angezogen. Aber denk dran, der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Selbstverliebtheit ist schmal. Die Ruhmsucht ist eine schreckliche Krankheit. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als Mr. Talk seine ersten explodierenden Waffen an den Firmenvorstand verkauft hatte und vorübergehend ziemlich exzentrisch wurde. Dauernd fotografierte er sich selber und lud die Bilder ins Echonet hoch und wollte mit jeder Berühmtheit auf Du und Du sein, die seine Waffen benutzte.
Eines Tages kam er sogar mit einem Supermodel in jedem Arm nach Hause. Und ich sagte, Mr. Thor, was ist nur los mit dir? Du bist nicht mehr du selber. Seit Wochen hast du keine neue Waffe mehr gebaut. Und es stimmte. Es war ihm viel wichtiger geworden, für große Taten berühmt zu sein, als große Taten überhaupt zu vollbringen. Das war ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Zum Glück hörte High Five auf mich und machte sich an die Entwicklung des Körblasters. Magst du den Körblaster? Das war immer meine Lieblingswaffe. Neben dem Flecker, der allerdings bei vielen Leuten geradezu verhasst ist. Aber hör auf die Worte einer alten Dame. Zum Kampf gehört mehr als nur Effizienz. Auch auf den Stil kommt es an. Und nichts ist stilvoller, als die Luft mit winzigen Explosionen zu schwängern. Wie bei einem Feuerwerk. Nur, dass die Toten nicht das Ergebnis eines tragischen Unfalls sind. Da fällt mir ein, mich würde deine Meinung zu ein paar meiner Ideen interessieren. In meiner Freizeit schreibe ich nämlich Theaterstücke und arbeite gerade an einer Geschichte über eine aufstrebende Turnierkämpferin, die in der Arena der Gladiatoren ihre große Liebe zu finden hofft. Und da du schon so viel erlebt hast, wäre deine Meinung sehr hilfreich. Also, das Stück trägt den Titel Gebrochene Herzen und gebrochene Hälse. Szene 1. Eine Arena kurz nach dem Kampf. Die Bühne ist übersät mit abgehackten Körperteilen. Eine einsame Kriegerin steht in der Mitte der Bühne. Ihre blutbesudelte Rüstung glänzt im Scheinwerferlicht. Triumphierend reckt sie ihr Schwert empor. Valkyrie? Gibt es denn keinen Kämpfer, der es mit mir aufzunehmen vermag? Bin ich dazu verdammt? Auf ewig die stärkste, tapferste und unbesiegbarste Kriegerin zu bleiben, die je das Licht dieser Galaxie erblickt hat. Ich, die Walküre, Geisel der Gladiatorenkämpfe. Diese Synchronsprecherin hat bestimmt am meisten Geld bekommen. Von links auftritt Nodon, eine Putzhilfe mit einem schweren Herzen und einem noch schwereren Gewissen. Er fängt an, die Körperteile in einem grünen Eimer zu kehren. Achte bitte auf die Symbolik der Farbe Grün. Das wird im Verlauf des Stückes noch wichtig. Als ihn plötzlich eine tiefe Traurigkeit überkommt, er lässt sein Besen zu Boden sinken und fällt auf die Knie, bevor er zu einem herzzerreißenden Monolog ansetzt. Blut lässt sich nicht abwaschen. Früher ebenso wenig wie heute, wo ich den Gespenstern meiner Vergangenheit zu entkommen versuche. Soll ich denn auf ewig als Möchtegern mein Dasein fristen und den Müll anderer Leute aufkehren, um meine Schande zu verbergen und meinen Häschern zu entgehen? Soll ich auf ewig nur ein Zuschauer des freudigen Schlachtgetümmels bleiben und niemals mehr selber Blut vergießen dürfen? Mit klirrender Rüstung betritt die Valkyrie erneut die Bühne von rechts. Ein gegrüßt, niederer Putzmann. Ich vernahm ein Geräusch, dessen Ursprung ich zu erkunden gedachte. Oh, edle Valkyre, ihr vernahmt nur das Wehklagen der Seelen, die ihr heute Abend aus ihren Körpern gerissen habt und die nun jammervoll ihr Leid beklagen, während sie gen Valhalla entschweben. Valkyre, Narren, was haben jene denn zu beklagen? Mein Schwert war es, das ihren Leiden ein Ende setzte. Mein Leid dagegen hat gerade erst begonnen. Denn auf dem Gipfel ist es einsam und ein Leben ohne Herausforderung ist ein ödes Leben. Oder, wenn ich jedoch nur meine wahre Identität enthüllen könnte, ich würde ihr einen Kampf bieten, den sie lange nicht vergisst. Sie war, edles Weib. Langeweile ist die wahre Tragödie des Lebens. Möget ihr eines Tages auf einen würdigen Herausforderer treffen. Scheinbar mühelos einen riesigen Zweihänder vom Boden auf. Valkyrie, beiseite. Was sehe ich da? Nodon verlässt die Bühne nach links. Valkyrie, welche Kraft scheint in diesem Putzmann zu ruhen? Wer ist er, dass er einen Zweihänder aufnimmt, als sei er leicht wie eine Feder? Welche unbekannte Macht mag in ihm schlummern? Welche Geheimnisse mag er verbergen? Versuchen, Licht ins Dunkel seiner Vergangenheit zu bringen, auf dass sich unsere Klingen dereinst im Kampfe kreuzen mögen. Die Valkyrie verlässt die Bühne. Ende der ersten Szene. Szene 2. Im Inneren der Residenz.
Meinung zu Szene 1 gefragt. Hat sie dir gefallen? Oh, wie schön. Ich fahre also fort. Szene 2. Oh Gott, nein. Tritt von links die Bühne. Gouverneur. Es ist unter meiner Würde, auf solch absurde Anschuldigungen überhaupt einzugehen. Ihr Gatte blickt sie fragend an. Gouverneur. Von welchen Anschuldigungen sprichst du? Gouverneurin. Ehrlich gesagt, weißt du was? Ich bin noch nicht so weit, deine Meinung zu meinem Stück zu hören. Aber was ist mit dir? Was gibt es über dich zu berichten? Erzähl Oma Flexington alles über dich. Du musst die tollsten Abenteuer erlebt haben. Mr. Talk hat mir erzählt, wie ihr zusammen Bankers and Badasses gespielt habt und wie viel Spaß er dabei hatte. Oma, du bringst mich in Verlegenheit. Entschuldige, Schätzchen, aber im Ernst, du und die Kammerjäger sind seine ersten richtigen Freunde. Mr. Talk fand nur schwer Anschluss in der Schule, wo er mit 8 Jahren einen Bart, mit 8,5 gigantische Brustmuskeln und mit 9 tote Eltern hatte. Die anderen Kinder hatten Angst vor ihm. Aber ich habe ihn damit getröstet, dass er dankbar für sein ungewöhnliches Aussehen sein soll. Freunde, die jemanden nur wegen seines Aussehens mögen, sind sowieso keine echten Freunde. Aber mit euch ist er so gerne zusammen. Die meisten Menschen heutzutage wollen nur, dass Talk für Fotos mit ihnen posiert oder Sachen explodieren lässt, indem er mit seinen Muskeln spielt. Es geschieht selten, dass jemand einfach nur mit ihm spielen will. Oh, wo wir gerade vom Spielen sprechen. Hast du schon Ab nach Hause gespielt? Das ist eine neue Echo-Simulation, bei der man die Hütte erkunden kann, in der man aufgewachsen ist. Völlig gewaltfrei. Man spaziert einfach nur rum, betrachtet Cornflakes-Schachteln und erinnert sich an die Leute, mit denen man früher rumgemacht hat. Es gefällt mir, wie sich diese Echo-Sims in den letzten Jahren entwickelt haben. Dir nicht auch? Es gibt immer mehr, in denen man interessante Sachen machen kann, außer nur rumzuballern. Und die Handlungen sind neuerdings viel mehr auf den Punkt gebracht. Hast du zum Beispiel jemals das Zeichen des Samurai gespielt? Die gesamte Handlung wird in Haiku-Versen erzählt. Hat sie Rudy vielleicht geschrieben? Nein, das war nur Spaß. Ich weiß doch, wie beschäftigt ihr seid. Aber weiter im Text. Gestern Abend habe ich am falschen Ende einer geladenen Knarre auf meinem Echo-Sim gespielt. Und wow, ist das witzig. Es geht um einen Typen, der andere Typen verprügelt und sich selber Türen ins Gesicht knallt. Zweifellos eine der besten Prügel-Comedy-Simulationen, die je erschienen sind. Aber oh, so richtig freue ich mich auf ein Spiel namens Robot Hunter Assault Squadron. Ein groß angelegtes Survival-Game, bei dem man Flaschen auf Bäume wirft und ganz aus Versehen Vögel aufscheucht. In der Demo-Version habe ich einen Vogel so erschreckt, dass er abgekratzt ist. Dem Spiel gebe ich glatt 100%. Aber was unternimmst du denn so zum Spaß? Treibst du Sport? Du siehst aus, als ob du auf die härteren Sachen stehst, wie Wirbelsäulen entgretten oder Psycho-Head-Volleyball. In meiner Jugend kannte ich eine Sportlerin, an die du mich erinnerst. Ihr Name lautete Necho und sie war ein echtes Ass beim Innereienweitwurf. Zu meiner Zeit war das eine beliebte Sportart. Man musste einem Sträfling eine semmeln und dann wurde gemessen, wie weit seine Innereien über ein großes Feld fliegen. Punkte wurden für zurückgelegte Entfernung und Größe der Innereien vergeben. Sie gewann damals die Endrunde der Meisterschaft im Innereienweitwurf, weil sie eine Bauchspeicheldrüse über die 300-Meter-Linie schleuderte. Manche behaupteten, dass sie mit Iridium gedopt hatte, aber sie waren bestimmt so sauer, weil sie den amtierenden Meister, nämlich den frauenfeindlichen Jeff, vom Tod gestoßen hatte. Mit Veggie-Chips? Ich sag's dir, über ein Jahr wollte ich von Pommes nichts mehr wissen, nachdem ich die Veggie-Chips-Kombi entdeckt hatte. Dabei bin ich nicht mal Vegetarierin, aber diese Veggie-Frikadellen, die in den gehobenen Kreisen serviert werden, sind einfach unerhört lecker. Besser als echtes Fleisch, wenn sie richtig zubereitet werden. Mr. Talk hat sich einmal als Vegetarier versucht, nachdem er ansehen musste, wie ein Flauschebär von einem Laster überfahren wurde. Wie lange hast du noch mal durchgehalten? Zwei! Er hatte das
Wort Vegetarier kaum ausgesprochen, als er sich auch schon auf einen Skaghappen stürzte, den ich gerade in meiner linken Hand hielt. Hätte mich fast einen Finger gekostet. Er war schon immer ganz wild auf Skaghappen und Skagschinken, keine Ahnung warum. Für mich hat Skagfleisch immer noch Vegetarier. Oh, lecker Fleisch. Und Kotze geschmeckt, aber jedem das Seine. Mit dem Geschmack ist es so eine Sache. Angeblich sollen die Geschmacksnerven im Alter feiner werden, aber in Wahrheit werden sie schlechter. Wenn Mr. Torp hier als Kind zum Beispiel kein Gemüse essen wollte, dann nur, weil er gemerkt hatte, wie furchtbar es schmeckt. Wenn wir alten Knacker hingegen Gemüse essen, dann nur, weil wir die ganzen ekligen Vitamine nicht mehr rausschmecken. Na gut, andererseits sind es die Vitamine, die mich fit und gesund halten. Mit genug B12 im Blut kann man einem Güterzug einen Kopfstoß verpassen und trägt nicht mal eine Beule davon. Da fällt mir ein, ich muss mir noch meine Pillen für den Rest der Woche zurechtlegen. Ich habe eine dieser kleinen Pillendosen aus Metall, die in verschiedene Fächer für die einzelnen Wochentage aufgeteilt sind. Das Ding ist sehr nützlich und die Kanten sind so scharf, dass man damit zur Not auch einen Einbrecher aufschlitzen kann. Was muss ich diese Woche sonst noch erledigen? Wahrscheinlich gehe ich auf den Markt, um gefrorene Spider-Entrichen zu kaufen. Ich sollte aber meinen Mantel mitnehmen. In der Tiefkühlabteilung holt man sich schnell ein Schnupfen. Was brauche ich sonst noch? Oh, ich brauche Schwarzmanns-Lutschbonbons. Meine Güte, die sind einfach köstlich. Ganz glatt und süß. Alleine von dem Gedanken bekomme ich Riesenlust auf eins. Du nicht auch? Glaubst du, du könntest mir irgendwo eins besorgen? Wow, ich darf mal was anderes machen. Er hat so viel geredet, dass die schon respawned sind hier. Gute schon wieder. Das war nicht so schwierig.
Ein Schwarzwald-Lutschbonbon kannst du es für mich holen? Oh, ich kann es schon schmecken. Später, wenn ich mit Mr. Talk am Kamin sitze und ihm von den alten Zeiten erzähle. Es geht doch nicht über ein prasselndes Kaminfeuer, findest du nicht? Das hat so was Entspannendes und Heimeliges. Vielleicht mögen deshalb alle in unserer Familie Explosionen so sehr. Im Grunde sind es ja überdimensionale Kaminfeuer. Jede Explosion ist ein kleines Stück zu Hause. Oh. Vielleicht wäre das ein guter Slogan für die Tor Corporation. Wie findest du das, High Five? Ach, sei nicht dumm. Es wäre ein wunderbarer Slogan und das weißt du auch. Als junges Mädchen habe ich mit Werbeslogans meinen Lebensunterhalt verdient. Von mir stammt der Jingle für Professor Ganzheits trifft immer Zielfernrohre. Wie ging der noch gleich? Ach ja! Geht dein Schuss dir oft daneben, nimm ganz als Zielfernrohre, die retten dir das Leben. Danach erklang ein Gewehrschuss und jemand schrie, ah! Das war irgendwie niedlich. Aber du liebe Zeit, ich plappere jetzt schon eine ganze Weile, nicht wahr? Danke, dass du und deine Freunde dem Geschwafel einer alten Schachtel wie mir so lange zugehört haben. Oh Gott. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schön es ist, neue Leute zum Plaudern kennenzulernen, besonders wenn es Kammerjäger sind. Oh, eine Sache noch! Nein, das ist eigentlich eher unwichtig. Es geht nur um Kammern und das Ende des Universums. Jedenfalls hier, bitte. Ich verhätschel meine Freunde genauso, wie ich meinen Enkel immer verhätschel. Was? Viel Spaß damit! Danke. Bitte was? Oh Gott, die hat keine Nebenmission mehr. Ja! Warum war ich hier? Was habe ich hier gemacht?
Hä? Das ist eine Story-Mission. Das ist auch eine Story-Mission. Ja, das sind alles Story-Missionen eigentlich. Das sind optionale. Erwischt den Zug ist meine Hauptmission, ne? Blutige Ernte.